Hallo, herzlich willkommen zum Thema Statistik in der Interventionsforschung der klinischen Psychologie. Wir wollen heute mal auf die statistischen Methoden in einem ganz besonderen Bereich der Forschung schauen, nämlich im Bereich der Interventionsforschung. Vielleicht am besten mal an einem Beispiel, was ich jetzt mit Interventionsforschung im Rahmen dieses Videos meine. Also mit Interventionsforschung beziehe ich mich auf Publikationen, die vielleicht so ein Thema bedienen, wie hier in diesem Beispiel gezeigt. Langer Titel, nicht erschrecken, aber ich löse dann einfach mal Stück für Stück auf. Also hier geht es um den Vergleich von zwei Behandlungsmethoden, nämlich einmal hat man die Behandlungsmethode Mantra und einmal die Behandlungsmethode SSCM. Sowohl Mantra als auch SSCM sind beides Behandlungsmethoden, um Anorexia nervosa bzw. um Menschen mit der Erkrankung Magersucht zu behandeln. Und jetzt ist die Frage, welches dieser beiden Behandlungsmethoden oder Behandlungsverfahren könnte man vielleicht auch sagen, ist denn besser? Also welches outperformt das andere? Welches ist effektiver? Und dafür machen die hier eine randomisiert kontrollierte klinische Studie, um die beiden Methoden zu vergleichen. Und natürlich wird zur Beweisführung im Rahmen dieser Publikation statistische Methoden angewandt. Und genau auf jene statistischen Methoden wollen wir mal schauen. Ein anderes, vielleicht prototypisches Beispiel wäre so eine Publikation. Hier geht es um den Vergleich der Outcomes von psychoanalytischer Langzeittherapie im Vergleich zu kognitiv-behavioraler Langzeittherapie bei chronisch-depressiven Patienten. Und wieder interessiert man sich dafür, welche der beiden Möglichkeiten die andere outperformt. Und vielleicht nochmal als letztes und für dieses Video relevanteste Beispiel, weil wir speziell aus diesem Paper besonders viele Beispiele besprechen werden. Hier geht es um den Vergleich der Effektivität von Bright Light Treatment. Also Bright Light Treatment könnt ihr euch vorstellen wie so eine Behandlung mit einer Tageslichtlampe. Da wird nämlich eine sehr helle Lampe verwendet, vor der Patienten jeden Morgen sitzen und mit hellem Licht bestrahlt werden. Also wir haben hier Bright Light Treatment im Vergleich zu Fluoxetin, also einem Antidepressivum, und einer Kombinationstherapie. Also da bekommen Patienten sowohl, ich sag mal, die Tageslichtbehandlung plus Fluoxetin gemeinsam. Und das Ganze bei Patienten mit nicht-saisonaler Major Depression. Und der Titel gibt es jetzt nicht her, aber es gibt noch eine vierte Placebo-Gruppe. Also wir haben wieder auch vier Treatments: Bright Light Treatment, Antidepressivum, Kombination und Placebo. Und wir interessieren uns dafür, welcher dieser vier Methoden ist jetzt denn hier eigentlich am effektivsten. Also zusammengefasst geht es immer um die Effektivität im Vergleich. Und wir fragen uns jetzt im Rahmen dieser Videoreihe, wo steckt denn eigentlich überall Statistik in diesen Methoden, in diesen Publikationen? Und da werden wir sozusagen darauf eingehen, an welcher Stelle in diesen Publikationen Statistik auftaucht, was wird da eigentlich gemacht und vielleicht auch warum und in Teilen auch wie. Also, genauer gesagt gebe ich jetzt nochmal einen kleinen Überblick, was in diesen vier Teilen passiert. Allerdings gehe ich jetzt hier nicht auf alles ein, sondern erzähle nur, was sozusagen die Big Fish sind, also die relevantesten Themen. In Teil 1 beschäftigen wir uns jetzt vorwiegend mit der Randomisierung. In Teil 2 beschäftigen wir uns mit den Mittelwertsvergleichen über T-Tests und kommen dann auch auf Cohen's-d, also so standardisierte Effektstärkemaße, zu sprechen. In Teil 3 sprechen wir dann über ANOVAs und Kontraste, also wir bocken die statistische Artillerie zum Vergleich von Mittelwerten oder genauer gesagt zum Vergleich von Erwartungswerten ein bisschen auf und stellen dann die Vergleiche über lineare Modelle dar. Und im letzten Teil sprechen wir über die Analyse von Remissions- oder Responderraten, aber was das genau ist, das sehen wir dann halt an entsprechender Stelle. Und jetzt fangen wir einfach an mit Teil 1. Ich wiederhole nochmal kurz eine Sache, die wichtig ist, um mich ein bisschen einzugrenzen, über was ich hier sprechen möchte. Also in all diesen Papern, die wir eben gesehen haben, geht es um die Effektivität von Verfahren. Und ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich mit Interventionsforschung in der klinischen Psychologie. Und das könnte ja zum Beispiel auch so Themen beinhalten wie die Untersuchung von Wirkmechanismen im Rahmen eines bestimmten therapeutischen Verfahrens oder im Rahmen einer bestimmten therapeutischen Methode.
oder im Rahmen einer therapeutischen Technik. Genau, das möchte ich aber jetzt so ein bisschen außen vor klammern, außen vor lassen. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Oder ich behandle jetzt auch keine Paper, in denen es sozusagen um die Untersuchung von Indikationsstellungen geht. Also wer bekommt eigentlich welche Therapie, warum und wann und wieso und in welcher Form, sondern ich reduziere mich jetzt hier auf Publikationen, die die Effektivität von mindestens zwei Treatments irgendwie miteinander vergleichen. Ja, und das Studiendesign von solchen Treatments, das hat immer, sage ich mal, eine gewisse Ähnlichkeit, was zur Folge hat, dass die Anwendung der dahinter hängenden statistischen Verfahren auch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und deswegen wollen wir jetzt da nochmal kurz drauf schauen. Also, ich beziehe mich jetzt hier auf Publikationen, in denen zwei Treatments miteinander verglichen werden sollen oder mehr als zwei Treatments miteinander verglichen werden sollen. Ne? Wir hatten das Beispiel, in diesem Paper wird die psychoanalytische Langzeittherapie mit der kognitiv-behavioralen Langzeittherapie verglichen. Und das heißt, ich habe zwei Therapieformen, A und B, und eine der beiden Therapieformen kann zum Beispiel auch so eine Art Kontrolltherapie sein, wie zum Beispiel eine Placebo-Therapie oder auch eine Wartelisten-Kontrollgruppe. Aber beides sind irgendwie irgendwelche Treatments, so können wir das einfach nennen, und die sollen verglichen werden. Und da ist jetzt die allererste Frage, was vergleicht man denn eigentlich? Naja, und man vergleicht Outcomes. Und bei den Outcomes unterscheidet man drei verschiedene. Wir unterscheiden zwischen den primären Outcomes, den sekundären Outcomes und vielleicht den Maßen zur Beurteilung der Bedeutsamkeit klinischer Veränderungen. Ja, was sind primäre Outcomes? Primäre Outcomes sind vielleicht solche Maße, die die Symptomschwere einer Person beschreiben oder die den Gesundheitszustand einer Person beschreiben oder vielleicht auch die Stärke oder das Ausmaß der Erkrankung, vielleicht auch gemessen an der Schwere der Symptome. Und ich mache mal ein konkretes Beispiel. Also jetzt hier in diesem Paper ist einer der Main Outcomes, einer der primären Outcomes, die Sie sich anschauen, ist zum Beispiel der Score auf dem Beck-Depressionsinventar. Sprich, alle Versuchspersonen oder Patienten füllen den Beck-Depressionsinventar zu mehreren Zeitpunkten aus. Das heißt, wir haben für mehrere Zeitpunkte so einen Score, wie depressiv die Menschen sind, könnte man sagen. Und ja, diese Werte könnte man dann zu mehreren Zeitpunkten miteinander vergleichen. Und hier wird sozusagen der BDI als primäres Outcome herangezogen. Und der primäre Outcome ist dann jener Outcome oder sind jene Outcomes, an denen wir vorwiegend oder an denen der Hauptfokus festlegt, den wir haben beim Vergleich, welche Therapiemethode zum Beispiel oder welches Therapieverfahren besser ist als das andere. Denn sekundäre Outcomes können zum Beispiel auch irgendwelche Fragebogenscores sein, zum Beispiel einfach andere Fragebögen, die die Depressivität einer Person beschreiben oder das Ausmaß der Depressivität. Und die sind vielleicht auch wichtig und können auch noch zusätzlich andere Maße beinhalten, aber der Fokus liegt in diesen Publikationen dann halt vor allem auf den primären Outcomes. Ein anderes Beispiel hier aus dieser Publikation, ja, da hat man als Main Outcome die Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale genommen, also im Prinzip auch ein Fragebogenscore, hat den auch zu mehreren Zeitpunkten ausfüllen lassen. Zum Beispiel möchte man hier als Main Outcome sich anschauen, wie war der Fragebogen zur Baseline und wie war er dann nach 8 Wochen, nach Ende der Behandlung. Und dann guckt man sich an, wie stark hat sich dieser Fragebogenscore verändert. Und die Analyse dieser Veränderung ist halt der primäre Outcome in dieser Publikation. Ja, hier schreiben die Autoren schon direkt, was ihr sekundärer Outcome ist. Sie haben als sekundären Outcome einmal sich gefragt, ist eine Person ein Responder oder nicht? Das heißt, gab es eigentlich eine mindestens 50-prozentige Reduktion in diesem Fragebogenscore? Oder beobachten wir vielleicht sogar eine Remission, nämlich dass dieser MADRS-Score nach 8 Wochen, also nach Ende der Behandlung, einen Wert kleiner gleich 10 ist. Und das würde bedeuten, dass die depressive Symptomatik quasi sehr, sehr gering ist oder quasi keine depressive Symptomatik vorliegt. Und
Genau, das haben sie jetzt hier als sekundäre Outcomes definiert. Andere würden vielleicht Responderraten und Remissionsraten vielleicht auch eher in diese Kategorie hier packen, in die Maße zur Beurteilung der Bedeutsamkeit klinischer Veränderungen. Da würden vielleicht auch so Maße wie der Reliable Change Index reinzählen. Aber ja, vielleicht so viel erstmal dazu. Und ich muss mich auch noch ein allerletztes Mal eingrenzen, bevor es dann so richtig losgeht. Und zwar gibt es eigentlich verschiedene Arten von Hypothesen, die man prüfen kann. Und wir beschäftigen uns jetzt hier vor allem mit den Überlegenheitshypothesen und den statistischen Verfahren. Da in dem Kontext, ganz theoretisch, gibt es auch noch die Nicht-Unterlegenheitshypothesen und die Äquivalenzhypothesen. Also, schauen wir doch nochmal ganz kurz auf das Thema primäre Outcomes. Das heißt, bevor ich Versuchspersonen überhaupt in ihre verschiedenen Treatment-Gruppen randomisiert zuteile und sie dann die Behandlung machen lasse, habe ich vielleicht so einen Baseline-Zeitpunkt, also einen Zeitpunkt vor der Behandlung, an dem ich die primären Outcomes, so wie alle anderen Outcomes, einmal messe. Sprich, ich messe vielleicht die Schwere der Symptomatik, zum Beispiel über einen Fragebogen, erhalte für jede Person einen Fragebogen-Score und bilde mir dann den Mittelwert und kann diese beiden Mittelwerte vielleicht gegenüberstellen. Also die Personen, die Treatment A bekommen werden, haben vielleicht jetzt hier diesen Mittelwert, dargestellt durch diesen Punkt auf dieser mittleren Linie. Und die Personen, die Treatment B bekommen werden, haben diesen Mittelwert auch dargestellt durch den Punkt auf dieser mittleren Linie. Und was man jetzt hoffentlich schon direkt sieht, ist, naja, dass die Mittelwerte vor Behandlung sich nicht dramatisch unterscheiden, beziehungsweise jetzt hier in dem Beispiel genau gleich sind. Wir wollen ja, dass sich die Gruppen im Vorhinein nicht unterscheiden, wir also keine systematischen Unterschiede haben. Und genau, und dass das Treatment halt eben aber genau das verändert. Also das ein Treatment, für systematische Unterschiede zwischen den Mittelwerten sorgt. Also gucken wir mal an, was ich meine. Die Personen durchlaufen das Treatment A jetzt in dem Beispiel und der Mittelwert zur ersten Messung nach dem Treatment, der ist jetzt vielleicht schon deutlich verschieden zum Mittelwert vor der ersten Messung. Und zeitgleich eigentlich durchlaufen andere Leute Treatment B und auch dieser Mittelwert hat sich verändert. Ich versuche das hier nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Ich sehe, dass dieser Mittelwert sich von dieser mittleren Linie so ein bisschen abgehoben hat und dieser Mittelwert hat sich ein bisschen deutlicher von der mittleren Linie abgehoben. Das heißt, in beiden Fällen hat das Treatment eine Veränderung der mittleren Symptomschwere beispielsweise. Sagen wir, dieser primäre Outcome, den wir messen, ist ein Maß für die Symptomschwere und beide Treatments haben jetzt für eine Veränderung gesorgt, aber das Ausmaß der Veränderung fällt in beiden Treatments halt unterschiedlich stark aus. Und was man auch noch ganz oft hat, ist, dass man die Leute weiterhin begleitet, ja, zum Beispiel zu weiteren Zeitpunkten. Ja, das könnten wir dann vielleicht Follow-up-Messungen nennen. Hier in der Zwischenzeit gab es vielleicht keine weitere Behandlung mehr oder zumindest nicht die ursprünglich intendierte Behandlung. Und was wir dann vielleicht sehen, ist, dass sich Mittelwerte irgendwie weiterentwickeln und verändern. Genau, und diese Analysen, die schauen wir uns dann halt an, wie sich diese Mittelwerte über die Zeit zwischen den Gruppen verändern. Und das hier, das sollte natürlich jetzt nur so ein ganz generisches Beispiel sein, wie so Studien aussehen. Die können natürlich auch ein bisschen anders immer aussehen. Also vielleicht mal hier ein alternatives Beispiel. Ja, mit noch mehr Messungen. Hier hat man natürlich auch wieder eine Baseline-Messung. Das ist natürlich Standard. Wir müssen natürlich vorher wissen, wie es um unsere Outcomes steht und ob es keine systematischen Unterschiede zwischen den Gruppen gibt. Auch so eine Postmessung ist irgendwie Standard, dass ich halt wissen will, wie steht es halt nach den Treatments um die Person. Aber es kann natürlich auch sein, dass man während der Behandlung mehrfach misst und dass es vielleicht sogar mehrere Follow-ups gibt. Also hier ist jetzt nur eine Follow-up-Messung dargestellt, aber rein theoretisch sind natürlich auch mehrere denkbar. Genau, und auch da schaut man sich vielleicht dann die Entwicklung der zentralen Tendenz über mehrere Zeitpunkte hinweg an. Schauen wir mal hier auf diese Publikation, wie das hier gelöst ist.
Und was ich nochmal direkt vorneweg sagen möchte, ist, in dieser Publikation, die wir jetzt hauptsächlich besprechen werden, ja, die ist sehr prototypisch für vielleicht Forschung in diesem Bereich, aber auch vielleicht auch gleichzeitig relativ simpel. Also da wird jetzt nicht Rocket Science betrieben und man kann sich die aber vor allem gratis und ohne Zugangsbeschränkung auf ResearchGate runterladen. Also das wäre jetzt vielleicht nicht nötig, um diesem Video zu folgen, aber wer sozusagen in Gänze da die Dinge nachvollziehen möchte und das vielleicht auch lesen möchte, der hat jetzt sozusagen die Möglichkeit, sich das hier gratis runterzuladen. Und ja, das Forschungsdesign, das möchte ich im Prinzip an so einer kleinen Ergebnisdarstellung nochmal hier erörtern. Was wir jetzt hier sehen, ist auf der Y-Achse die Veränderung im primären Outcome. Also die hatten ja als primären Outcome diese Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, also einen Fragebogenscore, und haben sich dann die Veränderung zum Zeitpunkt 0 zu anderen Zeitpunkten angeschaut. Und zum Zeitpunkt 0, als es losging, hatten alle Gruppen natürlich noch keine Veränderung in dem Fragebogenscore. Eine Veränderung kann ja dann erst über die Zeit eintreten. Wir hatten alle ungefähr den gleichen Mittelwert auch. Und das schauen wir uns dann in den nächsten Abbildungen mal an. Und dann sehen wir, dass über die Zeit hinweg sich die vier Gruppen zunehmend anfangen, deutlicher zu unterscheiden. Also zum Zeitpunkt 0 sind sie sich sehr ähnlich. Das ist auch cool, das wollen wir mal sehen. Zum Zeitpunkt 0 kann es auch noch gar keine Veränderung gegeben haben. Und wir haben diese vier Therapieformen: Placebo, Fluoxetin, also Antidepressivum, die Lichttherapie und die Kombinationstherapie. Und wir sehen zum Beispiel, dass hier nach einer Woche der primäre Outcome wieder gemessen und nach 2 Wochen wurde der wieder gemessen und dann wurde in einen zweiwöchigen Turnus übergegangen. Hier wurden 2 Wochen Zeit gelassen bis zur nächsten Messung immer wieder. Und dann nach 8 Wochen sehe ich dann halt vielleicht, dass die Therapiegruppe den größten mittleren Change hat im Vergleich zu vielleicht einer Placebo-Gruppe, die dann einen geringeren mittleren Change hat, und dass sich die Gruppen sozusagen jetzt rein deskriptiv oder rein aus dieser Darstellung heraus erstmal deutlich voneinander unterscheiden. Und genau, wir können sozusagen aus dieser Abbildung, wann Messungen stattfinden und wie da halt immer der mittlere Change war, so ein bisschen auf das Studiendesign schließen, weil wir halt wissen, zu welchen Zeitpunkten halt irgendwie gemessen wurde. Ganz generell ist so ein Studiendesign halt auch immer dokumentiert und jetzt in dem Fall hier im Ergänzungsmaterial, das man online findet, da haben die hier so eine kleine Abbildung gemacht, wo sie sagen, okay, wir haben so eine erste Baseline-Messung. Genau, und nach der Baseline-Messung erfolgen die verschiedenen Formen der Behandlung. Und da gab es dann halt auch verschiedene Messzeitpunkte und diese Behandlung ging je 8 Wochen. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht mal zum ersten großen, wichtigen statistischen Thema, nämlich zum Thema der Randomisierung. Die Randomisierung ist ein statistisches Thema, sage ich mal, das in allen diesen Studien in der Regel auftritt. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der Zuteilung der Versuchspersonen zu den verschiedenen Versuchsbedingungen. Ja, und hier in dieser Publikation sehen wir, dass die Versuchspersonen zufällig zu einer der vier Therapiemethoden, Bright Light Treatment, Antidepressivum, Kombination oder Placebo, zugeteilt wurden. Und das ist ein zufälliger Prozess, wie es der Name sagt, aber nichtsdestotrotz folgt der bestimmten Prinzipien. Und auf diese Zuordnung, wie der Zufall hier gehandelt wird, darauf wollen wir jetzt im nächsten Schritt mal schauen und uns auch nochmal die Frage stellen, warum machen wir das? Zunächst gibt es vielleicht erst nochmal zu sagen, dass natürlich auch eine nicht randomisierte Zuteilung denkbar wäre, also dass man Versuchspersonen einfach bestimmt, in welche Behandlungsmethode die kommen. Vielleicht so ein Beispiel wäre, wenn es zum Beispiel ethisch nicht tragbar wäre, weil zum Beispiel eine Person eine besonders schwere Symptomatik hat und die vielleicht potenziell lebensbedrohlich ist, und dann wäre es ethisch nicht vertretbar, sie in eine Therapieform zu stecken, dessen Effektivität noch nicht nachgewiesen ist oder unsicher ist. Aber in der Regel
haben es jetzt in diesem Rahmen dieser Interventionsforschung mit randomisierten Zuteilungen zu tun. Und da gibt es verschiedene Arten von Randomisierung, zum Beispiel die Simple Randomization, die Block Randomization und die Stratified. In der Regel Stratified Block Randomization. Und deswegen wollen wir vor allem halt auch mal auf diese schauen. Und was ist das große Ziel von der randomisierten Zuteilung, also der zufälligen Zuteilung der Versuchspersonen zu den einzelnen Versuchsbedingungen? Und das Ziel steht hier unten. Es geht darum, Biases aufgrund von Unterschieden zu vermeiden. Also wir wollen Biases, also Verzerrungen aufgrund von Unterschieden vermeiden. Und worin können sich Leute, Versuchspersonen unterscheiden? Naja, in klinischen und demografischen Merkmalen. Und da schauen wir mal auf diese Ergebnistabelle hier oder auf diese Informationstabelle. Hier werden verschiedene klinische Informationen über die Teilnehmer der Studie dargestellt. Genau. Und hier im Rahmen dieser Tabelle werden sowohl demografische Merkmale als auch klinische Merkmale dargestellt. Was ist mit demografischen Merkmalen dargestellt? Also, ich habe hier in den Spalten Informationen über die verschiedenen Treatment-Gruppen. Das waren ja 4 Stück. Und hier habe ich Charakteristika verschiedene aufgezählt. Zum Beispiel die Anzahl und den prozentualen Anteil an Frauen in den jeweiligen Gruppen. Soll heißen, in der Placebo-Gruppe waren 30 Versuchspersonen, 22 Stück davon waren weiblich. Das entspricht 73,3%. Und was man jetzt hier sehen möchte, beziehungsweise was man nicht sehen möchte, wären, dass es krasse Unterschiede zwischen den Gruppen gibt. Also, dass zum Beispiel in einer Gruppe viel mehr Frauen sind als beispielsweise in einer anderen Gruppe. Ja, das sollte also möglichst gleich sein. Nicht zu verwechseln mit, das soll nicht heißen, in jeder Gruppe soll 50-50 Männer und Frauen sein. Die nicht-saisonale Major Depressive Disorder, die hat vielleicht Unterschiede in den Prävalenzen für die Geschlechter, sprich die Erkrankung taucht vielleicht für ein Geschlecht viel häufiger auf als für ein anderes. Und deswegen wäre das natürlich auch okay, wenn jetzt in der Behandlung ein Geschlecht zum Beispiel häufiger auftaucht als ein anderes. Das ist nicht das Problem, aber es geht darum, dass zwischen den Gruppen es keine systematischen Unterschiede gibt. Und mit Hilfe so einer Ergebnisdarstellung hier können wir das sozusagen schon mal so deskriptiv statistisch überprüfen. Aber das Ganze gilt natürlich auch für klinische Charakteristiken. Also hier sehen wir sozusagen die Dauer der aktuellen Episode oder wie viele depressive Episoden es in der Vergangenheit gab. Oder zum Beispiel auch verschiedene Fragebogenscores zum Zeitpunkt zu Woche 0. Und da sehen wir halt immer den Mittelwert. Und in den Klammern dahinter die Standardabweichung. Und hier wollen wir in der Regel auch sehen, dass es keine großen Unterschiede in den Mittelwerten zwischen den verschiedenen Gruppen gibt. Also ich mache mal ein Beispiel. Dieser MATRA-Score, der ist ja unser primärer Outcome. Und hier sehen wir für die Treatment-Gruppe einen Mittelwert von 25,8 und eine Standardabweichung von 4,5. Und hier sehen wir jetzt eine deskriptive kleine Abweichung. Also hier haben wir einen Mittelwert von 26,6 und eine Standardabweichung von 4,7. Das heißt, rein deskriptiv habe ich hier eine Abweichung in beiden Maßen. Das ist auch ganz normal. Wir werden es nie schaffen, dass überall zu Beginn exakt die gleichen Werte sind. Genau. Und ob diese deskriptive Abweichung, die wir hier sehen, so groß ist, dass man Sorgen machen müssen, das bestimmen wir in der Regel durch inferenzstatistische Tests. Genau, aber vielleicht erstmal zu dieser Tabelle, da wollen wir rein optisch jetzt schon mal keine großen Auffälligkeiten sehen. Die Tabelle, die wird auch nochmal so ein bisschen beschrieben in der Beschreibung des Samples und da haben wir jetzt hier einen Satz getroppt, über den ich einfach gern nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen möchte. Ja, und dieser eine Satz hier, der lautet wie folgt. Wir haben eine Ein-Way, also One-Way-ANOVA, also eine einfaktorielle ANOVA benutzt. Und dabei kam raus, dass keine signifikanten Unterschiede in irgendeiner der klinischen Variablen gefunden wurde. Was soll denn das heißen? Also, die klinischen Variablen sehe ich hier. Und ich habe einmal hier die Dauer der aktuellen depressiven Episode, die Anzahl der vergangenen depressiven Episode. Und 1, 2, 3, 4,
fünf Fragebogenscores, wobei der hier unten, den wir nehmen jetzt mal raus, mit dem haben sie noch mal eine andere Analyse gemacht, schauen wir im nächsten Satz und gucken nur mal auf diese vier Fragebogenscores plus diese Dauer und die Anzahl der Episoden. Und ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen darauf gucken, dass es sozusagen keine systematischen Unterschiede zwischen den Gruppen gibt. Soll heißen, wir sehen immer deskriptive Unterschiede, die sollen möglichst klein sein. Und jetzt ist die Frage, unterscheiden sich auf irgendeinem dieser Maße die Mittelwerte zwischen den Gruppen? Und das Ganze haben die getestet mit dieser One-Way-ANOVA, also mit dieser einfaktoriellen ANOVA. Gehen wir darauf mal gerade ein bisschen ein. Wir haben die deskriptiv-statistische Beschreibung und wir haben die inferenzstatistische Absicherung durch diese einfaktoriellen ANOVAs an dieser Stelle. Wie hat das Ganze jetzt funktioniert? Wir haben jetzt hier sechs ANOVAs gerechnet. Also für jede dieser sechs klinischen Variablen, die wir eben besprochen haben, haben sie eine ANOVA gerechnet und die könnte im Prinzip ganz simpel so ausgesehen haben, dass sie ein lineares Modell gerechnet haben mit abhängigen Variable, die jeweils dann halt einer dieser Fragebogenscores zum Beispiel war oder die Anzahl der Episoden oder die Dauer der aktuellen Episode. Und als erklärende Variable haben sie eine einzige Variable im Modell und das ist die Treatment-Gruppe. Genau, und ganz egal, ob sie jetzt den LM-Befehl oder den Analysis of Variances, AOV-Befehl genutzt haben, Treatment Group, die erklärende Variable, die unabhängige Variable, war diese hier, sprich in welcher Versuchsbedingung eine entsprechende Versuchsperson war, das ist ein Faktor, ja, deswegen haben wir eine einfaktorielle Varianzanalyse mit vier Ausprägungen, mit vier Levels, nämlich den Levels Placebo, Fluoxetintherapie, Lichttherapie oder Kombinationstherapie. Und als abhängige Variable haben wir dann einmal die Dauer der aktuellen Episode, das ist die erste ANOVA, die gerechnet wurde. Die zweite ANOVA, die gerechnet wurde, hat dann als abhängige Variable die Anzahl der vergangenen Episoden. Und dann haben wir noch für jeden dieser Fragebogenscores eine einzelne ANOVA gerechnet. Naja, und was würde es jetzt bedeuten, wenn bei dieser ANOVA rauskommt, die Variable Treatment Group, also der Faktor Treatment Group, hat einen signifikanten Effekt auf die abhängige Variable. Dann würde es bedeuten, dass, sagen wir mal, wir bleiben hier bei diesem Fragebogen-Score QIDSSR, ne? Also das ist jetzt unsere abhängige Variable, auf die ich gerade mal schauen möchte. Stellen wir uns mal vor, die Variable Treatment Group oder der Faktor Treatment Group hat einen signifikanten Einfluss darauf. Dann würde es bedeuten, dass es relevant war dafür, welchen Wert man auf dieser Variable erwarten würde, in welcher Gruppe man war. Und das wollen wir zum Zeitpunkt 0, also zur Baseline-Messung, zur Week 0 gar nicht. Und soll heißen, wenn jetzt keine signifikanten Effekte rauskamen, haben sich keiner dieser Mittelwerte, dieser vier, die wir hier sehen, signifikant voneinander unterschieden. Und wenn da ein signifikantes Ergebnis gewesen wäre, hätte sich mindestens einer dieser Mittelwerte sich signifikant von einem anderen unterschieden. Welche das gewesen wären, das hätte man dann noch im Nachhinein weiter prüfen müssen. Aber so bedeutet die Analyse erstmal, dass die Variable Treatment Group keinen signifikanten Einfluss auf diesen Fragebogenscore hat. Das heißt, dass sich keiner dieser Mittelwerte hier signifikant von einem anderen unterscheidet. Ja, ich hoffe, das war erstmal so verständlich. Und so haben wir im Prinzip die inferenzstatistische Absicherung dessen, was wir vielleicht auch schon hoffentlich deskriptiv beobachtet haben, nämlich, dass sich die Mittelwerte nicht so krass voneinander unterscheiden. Genau, und warum habe ich mich jetzt hier mal so auf diesen einen Satz gestürzt? Naja, es war mir sozusagen wichtig zu zeigen, dass wir die Randomisierung machen, um vor Biases, also vor systematischen Verzerrungen zwischen den Gruppen zu dem vorzubeugen. Ich gehe gerade nochmal zurück. Das Ziel war, avoid biases due to differences in clinical and demographical variables. Dafür haben wir die deskriptiv-statistische Beschreibung mit der zusätzlichen inferenzstatistischen Absicherung. Und hier, das fand ich eigentlich recht krass oder so, dass sie halt mit einem Satz mal eben schnell sechs ANOVAs abgefrühstückt haben.
Also im Prinzip schon total viel Statistik gemacht haben, aber das jetzt in den Ergebnissen oder in der Publikation nur in einem Satz auftaucht. Genau, also dann wollen wir mal schauen, wie die Randomisierung genau funktioniert hat. Bisher haben wir nur besprochen, sozusagen, was das Ziel der Randomisierung war. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Autoren vielleicht dazu schreiben, wie sie randomisiert haben. Da gibt es einen Abschnitt in der Publikation, das heißt Protocol and Randomization. Und da sind zwei Sätze vielleicht mal für uns besonders hervorzuheben. Also eingangs werden Bedingungen beschrieben, unter denen die Versuchspersonen überhaupt zugelassen werden. Und wenn die Bedingungen zutreffen, dann werden sie randomisiert. Zwar nach einem Muster 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu einem der vier Treatment Conditions zugewiesen. Also das hier, 1 Doppelpunkt, 1 Doppelpunkt, 1 Doppelpunkt. Der letzte Doppelpunkt war falsch, aber dieses Muster hier, 1 zu 1 zu 1 zu 1, das soll einfach bedeuten, dass in alle vier Bedingungen gleich viele Versuchspersonen sollten. Und dafür wurden sogenannte Randomization Codes angefertigt. Und diese wurden stratifiziert nach Site. Site ist der Ort, an dem die Studie durchgeführt wurde, und die wurde in drei Kliniken durchgeführt. Stratifiziert nach Site wurde das Ganze durchgeführt mit Blöcken von 4 oder 8, Achtergröße. Was zur Hölle soll das überhaupt alles heißen? Darauf schauen wir jetzt gleich mal. Aber was wir schon mal mitnehmen können, die haben eine stratifizierte Block-Randomisierung durchgeführt. Und die macht man sogar in der Regel, also die Block-Randomisierung taucht viel häufiger auf als die Simple Randomization. Ich möchte nämlich ganz kurz mal zeigen, was denn das Problem an der Simple Randomization ist. Die einfache Randomisierung können wir uns vorstellen, als würden wir einfach Leute im Prinzip mit so einer Art Münzwurf oder mit so einem Würfel werfen, einer der vier Versuchsbedingungen zuordnen. Oder man könnte auch sagen, vielleicht mit so einem Urnenexperiment. Ich zeige mal ganz kurz, was ich damit meine. Also ich habe jetzt hier ein bisschen R-Code, den ihr nachmachen könnt. Und in der ersten Zeile dieses Set.seed 1, 2, 3, das soll einfach Folgendes gewährleisten. In den folgenden Zeilencode werde ich ja, sage ich mal, Zufallsexperimente durchführen, also sprich Leute zufällig den einzelnen Versuchsbedingungen zuordnen. Und naja, wenn ihr das zum Beispiel nachmachen wollt, dann würde bei euch natürlich was ganz anderes rauskommen, weil das halt Zufallsexperimente sind. Aber mit Z.Seed kann man den Zufall sozusagen festhalten und dafür sorgen, dass ihr trotzdem das gleiche Ergebnis bekommt, wenn ihr diesen Code Z.Seed 1, 2, 3 auch vorher ausführt. Und dann haben wir die gleichen Ergebnisse, obwohl wir Zufallsexperimente machen. Und was jetzt passiert ist, wir machen im Prinzip so ein kleines Urnenexperiment oder sowas wie das Werfen eines vierseitigen Würfels, wobei jede Seite gleich wahrscheinlich ist. Also, was wurde jetzt hier gemacht? Wir haben eine Urne da sind vier Zettel drin und auf den Zettel steht A, B, C oder D, weil wir wollen die Leute zu einem von vier Treatments, sagen wir mal, Placebo-Therapie, Bright-Light-Therapie, Fluoxetin-Therapie oder der Kombinationstherapie zuordnen. Das heißt, wir haben eine Urne mit vier Zetteln und da kommt jetzt die erste Versuchsperson rein. Die wollen wir jetzt gleich loslegen mit der Behandeln und dann greifen wir in diese Urne und als allererstes ziehen wir den Zettel C. Das heißt, Versuchsperson A kommt in die Gruppe C. Und dann wird die Person so behandelt und wir schmeißen den Zettel zurück in die Urne. Replace gleich True. Denn auch die nächste Person soll wieder die gleiche Chance haben, in einer dieser vier Versuchsbedingungen zu kommen. Und die nächste Person, die kommt, da ziehen wir wieder einen Zettel und haben wieder C gezogen. Der Zufall wollte es so, dass die ersten zwei Personen in Versuchsbedingung C kommen, dann schmeißen wir den Zettel wieder rein, replace gleich true, und machen das Ganze für die dritte Versuchsperson, die reinkommt, direkt wieder. Und auch diese Person ist in Versuchsbedingung C gelandet. Und wir sehen schon, der Zufall, der macht uns hier bis hierhin schon mal keinen Gefallen, in dem Sinne, dass er natürlich wir die gleiche Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass eine Person in Versuchsbedingung A, B, C oder D kommt, aber jetzt kam halt eben dreimal C hintereinander,
bis die vierte Versuchsperson endlich in eine andere Versuchsbedingung kommt, nämlich in Versuchsbedingung B. Genau, und dieses Zettelchen ziehen, das mache ich 30 Mal, weil ich jetzt gesagt habe, ich will 30 Versuchspersonen in diese vier Versuchsbedingungen einordnen. Und genau, dann kriege ich so meine Liste, welche Person in welche Bedingung kommt. Und mit dem Table-Befehl kann ich mir jetzt mal anschauen, wie oft welche Versuchsbedingungen vorkamen. Und wir sehen, obwohl so alle vier Bedingungen, A, B, C, D, alle eine Wahrscheinlichkeit von 25%, also ein Viertel hatten, gezogen zu werden, hat der Zufall jetzt dafür gesorgt, dass Versuchsbedingung C beispielsweise viel häufiger wurde, gezogen wurde als Versuchsbedingung D. Das heißt, ich habe ungleich große Gruppen produziert, obwohl alle Versuchsbedingungen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze nochmal mache, also ich ziehe mal wieder 30 Leute, weil ich sage, die erste Variante, die hat nicht so dolle geklappt. Dann habe ich jetzt das Problem, dass Versuchsbedingung A viel häufiger gezogen wurde als zum Beispiel Versuchsbedingung B und D. Das heißt, ich mache das Ganze vielleicht nochmal. Und endlich habe ich, sage ich mal, eine Verteilung der Versuchspersonen auf die vier Versuchsbedingungen, die so gleich ist, wie es halt eben möglich ist, wenn man versucht, 30 Versuchspersonen auf vier Bedingungen aufzuteilen. Aber ihr seht, was das Problem an der einfachen Randomisierung ist, nämlich, dass ich halt gegebenenfalls ungleich große Gruppengrößen produziere, obwohl die Wahrscheinlichkeit, in eine der Gruppen zu kommen, jeweils gleich groß ist. Ja, und um diesen Nachteil der einfachen Randomisierung auszugleichen, greift man vielleicht ganz gern auf die Block-Randomisierung oder die stratifizierte Randomisierung zurück. Und genau, diese wurde auch angewandt in diesem Paper. Und wir sehen jetzt hier nochmal, es wurde stratified by site, also stratifiziert nach dem Ort, an dem die Behandlung durchgeführt wurde, in Blöcken von Vierer- und Achtergröße. Ich möchte mal zeigen, was wir damit meinen. Also Site, oh, ist jetzt hier leider falsch dargestellt. Es gab drei Behandlungsorte in dieser Publikation. Das heißt, wir müssen uns das vierte hier leider gerade mal kurz wegdenken. Und vier Behandlungsmethoden. Und jetzt, um mal zu erklären, was passiert wurde, schauen wir uns als allererstes mal nur diese Block-Randomisierung an und danach beschäftigen wir uns mit der Stratifikation. Und um die Block-Randomisierung besser zu verstehen, tun wir mal so, als gäbe es nur Viererblöcke, weil wenn es Vierer- und Achterblöcke gibt, ist das Konzept vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, als wenn ich jetzt einfach mal das sukzessive aufbaue und mal nur mit Viererblöcken anfange. Und bei Viererblöcken, damit ist im Prinzip Folgendes gemeint. Ich habe vier Versuchsbedingungen, A, B, C, D. Und jetzt gucke ich mir an, wie viele Permutationen gibt es, die vier Bedingungen anzuordnen. Also klingt crazy, meint aber was ganz Simples. Ich habe die Versuchsbedingungen A, B, C, D. Und jetzt ist die Frage, ich habe vier Buchstaben. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese vier Buchstaben zu vertauschen und untereinander anzuordnen, ohne dass sich eine Buchstabenreihenfolge wiederholt? Ne, also A, B, C, D ist eine andere Reihenfolge als A, B, D, C. Und das ist eine andere Reihenfolge als A, C, B, D. Und davon gibt es 24 verschiedene Möglichkeiten, diese vier Buchstaben untereinander anzuordnen. Ja, das heißt, ich habe hier ganz viele Viererblöcke. Und jetzt mal rein hypothetisch, stellen wir uns mal vor, ich brauche 40 Versuchspersonen und ich möchte 10 je Gruppe, also gleich viele Versuchspersonen in jeder Gruppe haben. Naja, dann kann ich zum Beispiel 10 Blöcke zufällig ziehen und das bestimmt dann, in welche Versuchsbedingungen die Personen kommen. Also ich zeige euch, was ich meine. Ich ziehe jetzt als allererstes mal zufällig einen Block. Jetzt wurde Block 6 gezogen. Damit ist klar, die erste Versuchsperson kommt in Versuchsbedingung A, die zweite kommt in D, die dritte Person kommt in Versuchsbedingung C und die vierte Person, die kommt in Versuchsbedingung B. Ja, das heißt, durch das Ziehen dieses sechsten Blocks steht fest, in welche Versuchsbedingungen die ersten vier Versuchspersonen kommen. Naja, und damit habe ich natürlich gewährleistet, dass direkt mal in jede Gruppe eine Versuchsperson kommt. Dann ziehe ich zufällig den nächsten Block und jetzt ist es so, dass die nächste Versuchsperson in Versuchsbedingung C kommt, danach die Person kommt in Versuchsbedingung C. Ah, nee, sorry, ich glaube, ich habe mich versprochen.
Die erste kommt in D, die zweite kommt wieder in C, die dritte in B und die vierte in A. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 8 Versuchspersonen zugeordnet und habe in jeder Versuchsbedingung A, B, C, D jeweils 2 Personen. Naja, und so führe ich das ganze Spiel durch. Jetzt wird dieser Block gezogen. Das legt wieder meine Liste fest. Ne? Ich schreibe das jetzt so von oben nach unten. So in dem Sinne, die erste Versuchsperson kommt da rein und die neunte Versuchsperson kommt dann eben in diese Bedingung und die zwölfte jetzt in C. Und so spiele ich das Spielchen immer weiter, bis ich meine Liste voll habe und meine 40 Versuchspersonen zufällig gezogen habe. Ja, ich erspare uns das jetzt und mache das jetzt nicht unendlich lang. Eine Sache, auf die ich noch aufmerksam machen will, da könnt ihr jetzt gerade mal schauen, wenn ich den nächsten Block zufällig ziehe, da wurde jetzt der 14. Block zum zweiten Mal gezogen. Ich animiere es nochmal gerade. Das heißt, diese Blöcke, die werden auch mit zurücklegen gezogen und somit kann natürlich auch jeder einzelne Block davon mehrmals auftauchen. Eben ist es schon wieder passiert und so erhalte ich dann letztens eine Liste, wie ich meine 40 Versuchspersonen zuzuordnen habe. Und das gleiche Vorgehen ist natürlich auch mit Achterblöcken möglich. Ich habe das jetzt hier nicht gezeigt, weil mit Achterblöcken gibt es natürlich noch viel, viel mehr Permutationen und es passt alles nicht mehr schön auf den Slide. Aber dann könnte man natürlich nach und nach zufällig aus den Achter- und den Viererblöcken ziehen. Ich zeige das nur mal jetzt im kleinen Stil. Am folgenden Beispiel, nämlich jetzt kommen wir nochmal zu dem Aspekt der Stratifizierung. Wir schaffen uns hier gerade mal ein bisschen Platz. Und es wurde ja stratifiziert nach dem Ort, an dem die Studien durchgeführt wurden. Und es gab jetzt hier 3 Kliniken. Und das Prozedere, das ihr eben gesehen habt, das war die Blockrandomisierung. Und die wird im Prinzip separat an jedem Ort oder separat für jeden Ort durchgeführt. Also machen wir ein Beispiel. In Zeit A legen wir los. Es wurde zufälligerweise ein Viererblock gezogen. Dann wurde zufälligerweise ein Achterblock gezogen. Dann wurde wieder ein Viererblock gezogen. Und so macht man das, bis man seine Versuchspersonen da aufgeteilt hat. Ja? Und das Ganze mache ich jetzt nochmal in der gleichen Art und Weise für den nächsten Ort, an dem die Studie durchgeführt wurde. Also, hier habe ich wieder einen Achterblock. Hier habe ich noch einen Achterblock. Also es wurden zufällig 2 Achterblöcke hintereinander gezogen. Und so weiter und so fort. Und das Spiel betreibe ich jetzt hier für jeden Ort und sorge dafür, dass sozusagen ich unabhängige Versuchspersonen Zuordnungslisten für jeden Ort der Durchführung habe an der Stelle. Das Ganze, was wir eben gesehen haben, das muss man natürlich nicht so händisch selbst machen, sondern es gibt Befehle dafür in R. Und man kann sich ja die Library blockRand oder also steht wahrscheinlich für Block Randomization runterladen und da gibt es den blockRand-Befehl. Und der hilft uns, genau so eine Blockrandomisierung durchzuführen. Also man gibt hier einmal ein, wie viele Versuchspersonen man gerne zuordnen möchte, und dann gibt es 2 Argumente, die irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Das eine ist die Anzahl der Levels, die wir haben. In unserem Beispiel hatten wir 4 Treatment-Gruppen, deswegen steht eine 4. Und dann hier steht hier bei Block Sizes in dem Fall 1 und 2 und ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unintuitiv, weil ich ja Vierer- und Achterblöcke haben wollte. Aber ihr müsst das so lesen, dass die Anzahl der Level mit dem, was hier bei Block Sizes steht, multipliziert wird. Also 1 mal 4 ergibt 4 und 2 mal 4 ergibt 8. Und deswegen erhält man dann finale Blockgrößen von 8. Und was hier steht, das ignorieren wir mal kurz für den Moment, das zeige ich dann am besten gleich mal im Output. Also führen wir das doch einfach mal durch. Ich lade als erstes die Bibliothek Blockrand und lade dann die Bibliothek und führe den Befehl dann aus. Und dann erhalte ich jetzt, wie wir es hier sehen, so eine ganze Liste. Und wir sehen, dass ich halt eine Liste habe, oder eine Tabelle besser gesagt, mit mehreren Spalten. In der ersten Spalte steht die Versuchspersonen-ID. Ja, und wenn ich hier bei ID-Prefix VPN eingegeben habe, wird nicht einfach durchnummeriert. Normalerweise wird durchnummeriert von 01 bis in unserem Fall 64. Und hier wird noch als Prefix vorne dran die Buchstaben VPN Versuchspersonen dran gesetzt. Und weil ich hier bei Stratum gleich Site ist gleich Site 1 eingegeben habe, steht hier in dieser Spalte einfach nur, dass diese Versuchsperson halt in Klinik 1 behandelt wurde. So.
Und danach kommt die Spalte Block-ID. Und bei Block-ID, da sehe ich jetzt, dass die ersten 8 Versuchspersonen aus dem Block mit der Nummer 1 kommen. Also als allererstes wurde ein 2 mal 4, also ein 8er Block gezogen. Ja, das steht hier auch nochmal, dass diese Versuchsperson kommt aus einem Block mit der Blockgröße 8. Genauso wie jetzt hier die 8. Versuchsperson aus einem Block mit der Blockgröße 8 kommt, nämlich die kommen alle aus dem Block 1. Ja, und hier steht dann, in welches Treatment die Personen kamen. Also Versuchsperson 1 soll jetzt in Treatment A, Versuchsperson 2 soll in Treatment C, Versuchsperson 3 in Treatment D und so weiter. Und nach diesem ersten 8er Block kommt der zweite Block, der Block mit der ID 2. Und das war nur ein 4er Block, nämlich mit den Kategorien B, D, A, C. Ja, also das dann nach dem ersten 8er Block wurde ein 4er Block gezogen. Und dann kam ab der 13. Versuchsperson wieder ein 3er Block. Ja, kommt der dritte Block, sorry, der Block mit der ID 3. Und das war wieder ein 4er Block. Also es wurden zufällig zwei 4er Blocks hintereinander gezogen. 4, 4, 4, 4. Und die Versuchspersonen kommen jetzt hier in die Bedingung B, A, C, D. Genau, und so funktioniert das Ganze ab. Und ja, ich lasse mich da jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen durchscrollen, dass man sozusagen nochmal das Ganze sieht. Aber im Prinzip habe ich jetzt hier eine wunderschöne Tabelle mit den Informationen, welche Versuchsperson in welche Bedingungen kommt. Naja, und jetzt hier, wo gerade der dritte Block nochmal so schön markiert ist, kann man vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass sozusagen für jede Versuchsbedingung halt durch jeden Block eine Versuchsperson zugeordnet wird. Das heißt, ich kann sicherstellen, dass ich in jeder Versuchsbedingung gleich viele Versuchspersonen habe. Genau, und das Ganze muss ich ja für jede Klinik machen. Genau, diesen Aspekt hatte ich ja bereits erklärt, dass es hier auf die Multiplikation zu achten ist. Aber genau, das muss ich jetzt für jede Klinik machen. Und das heißt, ich kann den Befehl einfach mehrfach hintereinander durchführen und erhalte dann meine verschiedenen Tabellen für jede Klinik. Eine Sache, die es vielleicht noch zu berichten gibt, dafür gehe ich mal ein paar Slides zurück, ist die Frage, warum wählt man eigentlich Blockgrößen unterschiedlicher Länge? Und da geht es darum, dass die behandelnden Ärzte oder behandelnden Therapeuten im Idealfall nicht mitbekommen, was die ursprüngliche Blockgröße ist. Denn wenn vielleicht es Leute gibt, die im Rahmen der Zuteilung der Patienten zu den verschiedenen Versuchsbedingungen sehen, wie diese Listen hier aussehen und dann vielleicht feststellen oder die Vermutung anstellen, dass halt immer Viererblöcke zum Beispiel nur gewählt wurden, dann wissen Sie, wenn A, B und D kamen, dass die nächste Person, die vierte Person, die den Raum betritt, halt in Versuchsbedingungen C sein muss. Und dadurch, dass ich Blockgrößen unterschiedlicher Größe wähle und das Ganze natürlich nicht so versetzt darstelle, wie es hier gerade passiert ist, so dass man die ursprünglichen Blöcke erkennt, dann weiß man halt einfach im Nachhinein nicht mehr, ob als erstes ein Vierer, ein Achter, ein Sechser oder ein Zwölfer Block oder was auch immer gezogen wurde. Das ist ja beliebig kompliziert durchführbar. Genau, und kann dann sozusagen sicherstellen, dass das Muster der ursprünglichen Blockgrößen nicht erkennbar ist. Weil, wie gesagt, bei einem Viererblock man gegebenenfalls weiß, dass wenn D, B und C kamen, dass die nächste Person, die reinkommt, jetzt hier in A muss. Wenn es aber ein Achterblock ist, wäre jeder Buchstabe an dieser Stelle noch denkbar. So, ja, vielleicht abschließend jetzt nochmal ein paar letzte Worte. Wir haben jetzt das Thema randomisierte Zuteilung geschafft. Wir haben, sage ich mal, über die Themen Blockrandomisierung und stratifizierte Blockrandomisierung anhand dieses Beispiels hier gesprochen. Damit haben wir Teil 1 geschafft und ich hoffe, es wird so ein bisschen klar an dem Beispiel der Randomisierung, wie das jetzt hier abläuft in den einzelnen Teilen. Also zu dem Thema Randomisierung und wie das genau funktioniert. Dazu könnte man im Prinzip eine eigene Vorlesungsreihe machen. Aber darum sollte es jetzt in dieser Videoreihe nicht gehen, sondern es sollte sozusagen darum gehen, mal so eine Intuition dafür geschaffen werden, vielleicht auch irgendwie zwei, drei Beispiele gegeben werden und das anhand des Papers besprochen werden.
Und genauso verhält es sich halt auch in den anderen Teilen. Insbesondere zum Thema Anuvas könnte man eine eigene Vorlesung halten. Aber wir kratzen das Ganze jetzt im Rahmen dieser Videoreihe halt an der Oberfläche und schauen mal mehr, was es da so im Generellen gibt. Genau, das war es zu Teil 1. In Teil 2 geht es jetzt weiter mit dem Mittelwertsvergleichen und den Effektstärkenkonstanten. Genau, und das war es dann tatsächlich auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und vielleicht hörst du mich ja im nächsten Video wieder.